So Leute, kurz und schmerzlos, ich bin wieder da. Aus Tradition heraus, die Leute, die es vielleicht noch wissen, am 01.01.2020 habe ich nach meiner ganz langen Magic-Pause sozusagen den YouTube-Channel wieder gestartet, habe ich ein krankes Video hochgeladen von dem Smart Health Ultimate Guard, den ich gereviewt habe. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen belegt, dementsprechend Tradition, ich bin wieder da. Ich habe eine Menge Kram beiseite geschoben und bin wieder da. Ich habe eine Menge gutes Zeug für euch, Sachen, die ich euch zeigen will, Sachen, die ich mit euch erleben will. Und ja, bevor ich das alles starte und euch kurz was erzähle, einmal vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben, die mich unterstützt haben, die weiter für mich da waren, die mit mir geredet haben und alles. Das war Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Der Support von euch war unendlich wahnsinnig krass und dafür will ich mich sehr, 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 sehr viel bedanken. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe einige Videos für euch vorbereitet. Manche davon sind vor Weihnachten gemacht worden mit Partnern, wo es mir jetzt auch echt leid tut. Einmal tut mir leid an euch, dass das so lange gedauert hat. Aber ja, dementsprechend, wenn manche Aussagen fallen wie, hey, fürs Weihnachtsgeschäft, Weihnachten kommt wieder. Und vielleicht solltet ihr jetzt schon Weihnachtsgeschenke fürs nächste Jahr kaufen, wenn ihr dieses Jahr ein bisschen knapp dran wart. Ansonsten könnt ihr mal reingucken. Dennoch, wie gesagt, viele Aussagen waren vor Weihnachten gedacht. Ein paar der Videos sind neu, ein paar der Videos sind alt. Ein paar Leute haben schon länger darauf gewartet. Und ich hoffe, ihr mögt die Videos dennoch und freut euch über den Content. Und ansonsten geht es relativ so weiter wie zuvor, ohne dass hier jemals eine Pause wirklich war. Und ihr bekommt eure Gameplays, eure Decktags, eure Openings, eure Reviews. Ich verspreche euch, ich habe es letztes Jahr ganz oft versprochen, dieses Jahr nehme ich es mir als Neujahrsvorsatz vor, auch wenn wir noch nicht Neujahr haben. Es kommen wieder Blackie Talks, es kommen wieder Blackie Erklärts, wo ich euch Sachen einfach mal erklären möchte, die mir so ein bisschen auf die Herzen legt. So ein bisschen auch so Sachen, so Standardausdrücke wie erst hauen, dann bauen und ähnliches. Weil mir aufgefallen ist, ich rede da ganz, ganz oft drüber und einige von euch wissen gar nicht, was ich meine. Also wir haben Content für Alteingesessene, für Legacy-Spieler, für Opener, für Commander-Spieler und so weiter und so fort, aber auch für Neulinge, das möchte ich ein bisschen auftrennen. Und gerade die Blackie Talks sind ja eine gute Brücke zwischen neuerem Content und alterem Content. Und dementsprechend freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder da zu sein und habe mega, mega Bock. Das kann ich euch sagen. Und ja, 2024 wird geil. Wir haben allein im Januar, bin ich einmal in Kaiserslautern beim Battlebären zum Ravnica Remastered Release. Und ich bin in Berlin, dort im Livestream von dem Legacy Modern Event, was dort stattfindet. Und ja, also die zwei Events habe ich auf jeden Fall schon safe im Kalender drin gespeichert. Es gibt noch die Möglichkeit, nach Herne oder nach Frankfurt zu kommen. Je nachdem, wofür man sich entscheidet. Ich weiß es noch nicht. Sobald ich es weiß, gebe ich euch Bescheid. Aktuell kann es auch sein, dass ich auf keins der beiden Events gehe, weil ich noch ein bisschen low starten möchte, was das angeht. Aber ihr kriegt jetzt wieder volle Kanüle alles von MTG Blackset. Und ich hoffe, ihr freut euch drüber. Und nochmal, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr mir treu geblieben seid, dass ihr kurz gewartet habt. Es waren gefühlt für mich unendlich viele Monate und Jahre, die kein Content kam, die haben nichts kam, wo ich nichts machen konnte, weil ich einfach mich nicht gefühlt habe. Und am Ende waren es, ich glaube, knapp einen Monat. Ich glaube, den Dezember durch fast. Also ich glaube, 1. Dezember kam das letzte Video. Und selbst ein Monat kann sich anfühlen wie Jahre. Und deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt ganz viel wieder dabei seid, ganz viel liked, ganz viel die Sachen, wie ihr mögt, teilt und auch den Leuten sagt, dass MTG Blackset wieder da ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, euer Blackset. Ciao, ciao.